Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Hier ist euer Mr. Basketman HD und ich spiele für euch die Zwillinge mit dem Perk Fluch Blutgunst, Fluch Ruin. Da ich jetzt gerade Victor habe, kann ich das nicht sehen. Aber ich sag's euch gleich. Ja, das war jetzt schlecht. Und da bin ich schon K.O. Korrupte Innovation, Fluch, Blutgunst, Fluch, Ruin und Umarmung. Dann habe ich noch zwei Addons mit, wobei ich nur bei dem einen weiß jetzt genau, was es macht. Ich vergesse es nämlich immer wieder. Nee, stimmt, ich weiß es bei beiden. Ich glaube, das rote Addon macht, okay, keine Ahnung, was das sollte. Wenn Victor stillsteht, also ich mit Charlotte spiele, und er zertreten wird, ist die Person, ich glaube, für eine Minute, glaube ich, gefährdet, also One-Shot. Und das andere Addon ist, wenn ich mit Victor jemanden anspringe, verliert er seinen Gegenstand. Weswegen ich die Zwillinge spiele, ja, ich weiß auch nicht. Ich fand es irgendwie mal witzig. Man sieht sie auch wirklich sehr selten noch. Das ist genauso wie mit Freddy, wo ich mir denke, auch naja, komm. Ein bisschen Liebe haben beide noch verdient. Ja, okay, der war jetzt ein bisschen zu spät. So, aber mit Victor hätte ich die beiden gehabt. Ja, jetzt haben sie nämlich ihn erschlagen. Oder irgendjemand hat es gemacht. So. Wenn ich die Person nochmal erwische. Das dürfte sie nämlich sein. Ist sie down. Genau. So funktioniert es ungefähr. Was sehr schön ist, dass das tatsächlich funktioniert hat. So, ab mit dir in den Keller erstmal. Man hofft natürlich, dass Blutgunst immer eine Weile hält. Damit ich nicht so von den Palettenstanz genervt werde. Und die steht auch wieder und down. Damit ich bringe dich auch einfach mal in den Keller. So, erster Trend ist durch. So, mal Victor raus. Ich dachte nämlich, ich wollte ihn tatsächlich eigentlich spielen, weil ich irgendwie in Erinnerung hatte, dass es auf dem PC, als die Änderungen kamen, ein bisschen anders war. Aber anscheinend haben sie das doch entfernt. So, hat ihn erstmal auf der Schulter. Weil ich mich meinte eigentlich, dass im PTB, glaube ich, als die Änderung kam, dass er nur die Leute anspringen konnte und dann aber nicht zertreten werden konnte, wenn ich ihn getroffen hätte. Und beim zweiten Mal, wenn derjenige dann verletzt ist, er dann und er ihn dann anspringt, dass der dann auf ihn drauf liegen bleibt. Aber das haben sie anscheinend doch entfernt, weil das vielleicht doch ein bisschen zu stark gewesen ist. Ich finde die beiden immer noch sehr stark. Also das war jetzt, ich weiß gar nicht, Ruin oder Unsterblich, eins von beiden. Ja, es ist nicht einfach. So. Also man unterschätzt das auch, weil die Bewegungen einfach so schnell kommen. Das ist echt nicht so leicht. Und das Schöne ist natürlich, wie schnell ich Victor wieder rausholen kann. Ja, da hättest du jetzt eigentlich umschmeißen müssen. Ach, schade.
hätte klappen können. So, der kann erstmal nicht mehr arbeiten. Keine Ahnung, also Ruin steht noch, dann ist Blutgunst nur weg. Das habe ich nämlich gerade gesehen, nachdem sie losgelassen hatte. So, zweiter Gen durch. Und hier ist auch gleich der Hafen. Gegentreten kann ich aber nicht. So. Es ist aber tatsächlich so, dass man doch ein Stückchen weggehen muss vom Haken. Also nicht wie einige Leute tatsächlich immer behaupten, man kann da campen. So einfach ist es denn doch nicht. So, der ist down. Nee, so wird nichts. Ich eck hier auch überall an. Ja, da ist er. Bisschen mit Geduld. So, dann kann ich ihn nämlich da oben parken. Alucard steht auch wieder. So, nehmen wir die mit. Ah, nee, diesmal ist es ja nicht Alucard. Diesmal ist es tatsächlich wirklich Trevor. Wahrscheinlich bin ich immer nicht verwirrt, weil ich so oft diesen anderen Trevor sehe, also diesen Alucard. Wenn die noch wieder los wird. Aber gut, dafür habe ich ihn auch relativ schnell wieder bei mir. In der Zwischenzeit können die Leute ja nichts machen. Schade. Ich bin tot. Oh Gott. Ich wurde erschlagen. Schrecklich. Ich habe dieses Timing immer irgendwie nie. Da oben arbeitet noch einer. Ja. Erstaunt. Eigentlich hätte er mich hören müssen. Aber hat er anscheinend wohl nicht. Der ging noch gar nicht. Ach, jetzt ist auch Ruin weg. Okay. So, aber die Zwillinge sind tatsächlich sowas ähnliches, sag ich mal, wie die Schädelhänderin. Keiner will gegen die gerne spielen. Ich weiß gar nicht, ob die Zwillinge tatsächlich noch so beliebt sind. Aber man sieht sie eben auch kaum mehr. Man kann, wie gesagt, gerade mit Victor kann man einen enormen Druck machen. So, jetzt kann sie nämlich nicht abhaken. Das heißt also, er bleibt auf jeden Fall erstmal am Haken und... Oh, okay, das war jetzt ein Fail. Guckt euch das an, also... Du kannst hier einen enormen Druck machen. Lässt einfach den einen liegen. Schnappst dir den anderen. Und... Alucard ist jetzt auch gleich in der zweiten Phase. Oder jetzt ist der erste Mal hin. Nee, er wurde noch vorher gerettet. Ach, was erzähl ich denn immer? Trevor, ja. Ich weiß immer gar nicht, wie ich auf den Namen komme. Vielleicht sollte ich mir unbedingt mal diesen Skin holen. So, der trägt mich jetzt. Ich weiß nicht, für einen erfolgreichen Treffer sollte man das eigentlich nicht machen können. So, die liegt auch. So, nehmen wir Trevor erstmal mit. Na, Victor, hab ich wieder bei mir. Ist schon
ich sag mal, nicht der schlechteste Killer. Die ist da rechts irgendwo. Ja, da ist sie noch. Also, man sieht, die Runde ist eigentlich in meiner Hand. Zweiter Tod. Drei Tanks noch mit zwei Leuten. Halte ich eher für ausgeschlossen. Obwohl es jetzt lustig wäre, wenn ich dagegen treten könnte. Aber das geht ja leider nicht. So, aber wieder sie. Also sie ist jetzt komplett unfähig, bis sie ihn los wird. Gibt ja tatsächlich auch sogar Leute, die den einfach bei sich tragen. Aber im Endeffekt gibt es ja die, das haben wir dann irgendwann jetzt zum letzten Patch der Zwillinge. Ich glaube da, dass du ihn zurückrufen kannst. Einfach so. Ich finde sie einfach nicht. Sie konnte aber nicht weit weg sein. Ich weiß, ich muss jetzt nicht auf dieses PK spielen, so jetzt steht er wieder. Ist natürlich jetzt schlecht. Vielleicht geh mal in die. Vielleicht mal eine hier. Irgendwo. Ich wollte eigentlich gerade sagen, ich kann ja mal in dieselbe Richtung gehen, wo ich sie eben schon gefunden habe. Ja, hier sind sie. So, er rennt jetzt weg. Das ist gut, weil er hätte mich jetzt auch vertreten können. Und beide liegen. Und damit habe ich alle. Klar, man hätte jetzt nicht unbedingt so drauf schwitzen müssen, aber... Ich weiß nicht, ich find's okay, sag ich mal, so zu spielen. Wenn natürlich jetzt irgendwann denn tatsächlich eine Mechanik eingebaut wird, dass du die Leute nicht mehr sluggen kannst, ja, dann muss man sich natürlich auch eine andere Spieltaktik überlegen. Aber solange es natürlich noch geht. So, ich hole mal Victor zurück. Kann man das natürlich machen. Also, ich fand es jetzt noch nicht mal schlimm. Also, wenn ich jetzt alle vier liegen lassen hätte, wäre es was anderes gewesen. Aber es waren jetzt die letzten beiden und. Dann dachte ich mir, ach komm. Beide haben jetzt auch nicht so grandios gespielt, dass man sagen muss, man schenkt jetzt einem die Luke. Muss ich übrigens auch mal wieder machen. Habe ich in Ewigkeit nicht mehr gemacht. So, aber erbarmungsloser Killer haben wir geschafft. 28, ja, nochmal 28. 56.000 ist okay. Oh, dreimal schillernd, einmal Gold. Double Pep. Wunderbar. War eigentlich eine schöne Runde, muss ich sagen. Oder was sagt ihr? Könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann würde ich sagen, schaut mal beim nächsten Mal rein. Vergesst das Abonnieren nicht, den Daumen nach oben nicht. Und dann sage ich erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Baskerman HD und ciao, ciao.